Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Make-up-Video. Und ich merke gerade, ich bin irgendwie ein bisschen schief. Nein, jetzt ist okay. Und zwar habe ich jetzt seit einer Weile eine neue Palette von Sue Eva getestet, die ich mir vor einer ganzen Weile bestellt hatte bei. Oh Gott, wo denn bei Sue Eva direkt? Und es ist diese Together We Shine Eyeshadow Palette. Und das Neue daran ist, dass die vegan ist. Also sie ist jetzt nicht nur cruelty free, sondern auch vegan. Und das sieht man hier. Und die Verpackung ist auch anders wie bei den anderen Paletten. Und das sieht man auch, weil die ist viel dicker. Und wie gesagt, die Verpackung ist alles, aber ich finde es mega. Und die Farben ist eigentlich wie die Verpackung nude, rötlich, braun, also so rosé. Also zumindest in der hier. Und sie sind so schön, die Farben. Und auch hervorragend pigmentiert. Und gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben 3 schimmernde Töne und der Rest ist matt. Das ist genau nach meinem Geschmack. Auch einen schönen Spiegel dabei. Auch sehr, sehr schön. Und ja, ich dachte mir, wir schminken einen Look und damit einen schönen. Und ich zeige euch einfach, wie die Farben so performen. Ja, genau. Dann habe ich hier schon meine Pinsel. Das sind Mischmasch aus dem Set von Bella, Miss Bella und Marvin und Ellie. Und da tue ich mir jetzt einfach mal einen rausziehen. Welchen nehme ich da denn jetzt? Dann nehme ich den Pinsel aus dem Set von Ellie. Das ist die Nummer 4. Genau. Und dann gehe ich in den Ton Love Able in den. Genau. Man hat ein bisschen Kickback, aber es geht. Also da kommt schon ordentlich was runter und man sieht halt einfach, dass die Farbe sofort on point ist. Die ist sofort da. Das ist einfach schön, 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 schön. Eigentlich wollte ich das Video morgen machen, aber da ist mir eingefallen, ich kriege ja morgen meine zweiten Funken und da kann ich nicht. Ja. Genau. Das mache ich dann hier in schönen Rundbogen. Ja, voll. Richtig schön. Auch zum Weggehen. Das Kino, jetzt haben wir die Kinos wieder offen, jetzt kann man da wieder. Oder essen gehen, jetzt kann man da wieder ein bisschen mehr reinhauen. Auch schöner. Vor allen Dingen ist das Wetter jetzt halt mal wieder schöner. Die letzten Tage war es ja eher nicht so prall. Von daher, ja, mache ich hier mal sauber. Jetzt möchte ich doch noch ein bisschen was haben. Ich gehe dann in Confidence. Und gehe dann hier so rein in die Lidfalte. Mach mal zu. So. Immer schön rein damit in die Lidfalte. Oh, die Farben sind einfach spitzenmäßig pigmentiert. So. Dann möchte ich es noch ein bisschen dunkler haben. Da gehe ich dann in den dunklen Ton, in Stretch. Stretch. Ich kann halt überhaupt nicht aussprechen heute. Oh, richtig schön, richtig schön. Ich finde, das passt einfach. Da gibt es noch eine andere Palette, jetzt haben sie noch eine neue rausgebracht. Mit anderen Farben, auch Nude-Farben.
die ist auch schon oft im Weg. Da gab es so eine Aktion, die nur Palette und eine Mascara. Kommt dann auch bei mir an und dann werden wir das auch zusammen ausprobieren. Ich habe jetzt nämlich vor, mehr Make-up-Videos zu machen. Ich mache das so wenig. Da ist auch irgendwie die Lust verloren. Aber es kommt wieder. Jetzt mache ich mit derselben Farbkombination das am unteren Kranz. Aber dafür nehme ich mir, glaube ich, einen anderen Pinsel. Und dann nehme ich mir aus dem Set von Ellie die Nummer 5. Ich finde die Pinsel einfach so toll von ihr. Ich muss mal ein Favoritenvideo machen. Ich glaube, das schreit wieder nach einem Favoritenvideo. Und ein bisschen von dem Dunklen. Aber nicht so viel. So, jetzt tue ich das ein bisschen verblenden hier mit dem Ganzen hier. Dass das wieder einigermaßen aussieht. Ja, ist in Ordnung. Jetzt bewegliches Lid und innere Augenwinkel. Dann nehme ich wieder aus dem Set von LED Nummer 2. Und dann gehe ich in Radiance für den Inner Corner, also inneren Augenwinkel. Ja, sehr gut. Und dann für das bewegliche Lid nehme ich diese Farbe hier, Optimist. Ja. Schön auf das bewegliche Lid. Schön drauf, so. Jawollo. Ja, das sieht doch nach was aus jetzt mal wieder hier. Man muss sich immer wieder dran gewöhnen, sich vor der Kamera zu schminken, wenn man es selten macht. Wie gesagt, früher habe ich das oft gemacht, sieht man ja auf dem Verlauf von meinem Kanal, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt ziehe ich mir noch einen Lidstrich mit dem Liquid Ink Waterproof von Essence, das ist mein Liebster derzeit. Ich weiß nicht, zu jedem Look gehört irgendwie ein Eyelinerstrich. Das ist irgendwie nicht komplett. Jetzt lasse ich das ein bisschen antrocknen. Genau. Ja, also ich finde die Palette einfach echt, echt schön. Man sieht einfach, dass die Farben sich wie Butter anfühlen. Ja. Also es ist einfach super, super genial. Sehr natürlich. Jetzt biege ich noch meine Wimper mit der Ebeline. Den Bandsang, ich glaube, die hatte ich in der Pinkbox. Lass die mehr Schwung kriegen, die Wimpern. Und dann mit der Lash Princess Mascara von Essence. Genau. Tusche ich mir die Wimpern. Gibt es ein völlig anderes Bild. Sehr schön, ja. Ach ja, sehr gut. Sehr schön, ja. So, einmal unten drunter ein bisschen, so. Ja,
Und jetzt sind wir durch mit dem Augen-Make-up. Was haben wir denn hier noch? Noch ein bisschen Lippenglanz. Da nehme ich den Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss mit so einem Plumping-Effekt. Einfach nur für ein bisschen Glanz. Mehr nicht. Genau. So. Finished. Das ist jetzt der fertige Look mit der Together We Shine Palette von Zoe Eva. Mir gefällt der Look sehr gut. Die Farben sind sehr schön weich und pudrig. Lassen sich gut verblenden, sind gut pigmentiert. Die Schimmertöne sowie die matten Töne lassen sich schön verblenden. Gibt ein schönes Gesamtbild. Alle Töne lassen sich gut miteinander kombinieren. Also ich bin sehr begeistert. Jetzt habe ich noch den oberen. Dann nehme ich diesen hellen Ton hier. Den habe ich total vergessen. Dann tue ich da hier noch ein bisschen die Augenbrauen und dann ist es perfekt. Ja, wie gesagt, ich liebe die. Bin gespannt, wie die andere Palette ist. Aber ich denke, die ist genauso gut. Also ich kann zu Überpaletten wirklich sehr empfehlen. Ich habe ja ein paar, nicht mehr alle, weil ich habe, wie gesagt, mal aussortiert. Aber ich bin echt ein riesengroßer Fan immer noch von den zu Eva-Paletten. Und dann guckt euch da mal um, welche euch dazu sagt. Vielleicht sogar die oder eine andere, je nach Farbschemengeschmack, was ihr da habt. Und ich bin sehr, wie gesagt, sehr mit ihr zufrieden. Ich mag die Verpackung, diese neue Range und ja, sehr, sehr schön. Wirklich. Ja, gefällt mir. Was sagt ihr? Gefällt es euch? Habt ihr die Palette? Wollt ihr sie noch oder nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare fleißig. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.